think after this winter, ne? I think I'm gonna live Brooklyn. Wir sind jetzt in der Kärntner Straße. This is the Vienna report from Vienna. Ja, hallo, wir sind gerade in Wien, aber alle Leute schon wissen, auch der von da ist, glaube ich, mache was Sinnvolles. Aber das mache ich nicht und deswegen geht's weiter da drüben. Hinter dir kommen jetzt gute Mädels. Jetzt machen einen Schwenk, ich sag's dir gleich. Und jetzt. Sommer 2008, meine Damen und Herren. Dann lieber Winter 2003, oder? Sicher, was passiert. Hinter mir kommt gleich eine Knüppelnase, sie in einem komischen Märchen. Aufgebaut. Da ist was passiert. So, wir befinden uns gerade am Karlsplatz. Wir suchen gerade die ganzen Fixer und Rocker und Fucker. Also, gerade Russland hat verloren gegen 2 zu 0. Unser Kameramann darauf, ihr seid ganz verkühlt, deswegen wieder da will. Ja, gell? Geht's weiter? Wir sind jetzt da, um auszuchecken, was macht Wien eigentlich? Ja, Karlsplatz und... Wir sollten gehen. Schläft der Rennen gut? Sehr gut. Hast du die auch gesehen? Geschäfte gut? Ja. Best Kebab in town. Geht der Kebab jetzt besser während der EM? Natürlich. Viel Umsatz mehr? 40%. Ciao. Ja, den besten Kebab. Siehst du diese Dünne? Was hat's für der EM? Berührt euch das sehr, oder? Ja, schon. Dass Österreich verloren hat, das hat mich geärgert. Und überhaupt, dass Italien verloren hat. Italien hat verloren? Ja, 2-0 gegen Holland. Also wenn schon ein Interview über die EM machen, müssen sie wenigstens die Ergebnisse wissen. Ja. Das ist sehr richtig. Wir spielen heute? Spanien gegen Russland. Und wer wird's? Spanien. Das liegt doch. Ja. Na, sagt mal was über die EM. Dort zeigt. Also mir geht's ziemlich am Arsch. Ich meine, ich freue mich über die ganzen Touristen, die sind süß. Ja, sonst. Wer spielt heute Grease? Was macht ihr da? Wir stehen da in Wien mitten auf einer Kreuzung. Wie schaut's denn aus? Boomt das Geschäft bei dir bei der EM mehr als wie sonst? Hast du mehr Geschäft bei der EM? Nein. Was soll ich dazu noch sagen? I've read your English. Kann man nichts sagen. Sind Sie enthusiastischer Fußballfan? No, sehr doch. Die Russen verlieren. Spanien, glaube ich, gewinnt. Gut. Paprika Czicinski. Genau. Nicht zu viel Drafka, gell? Die EM dauert noch einige Tage. Wie man sieht. Ganz kurz noch. Fische Leute, die Fußballer, gell? Ja. Wir sind da in der Ammergasse, erster Bezirk. Wie man sieht, Halligalli Drecksabatte. Die EM nimmt ihren Lauf. Die Leute hoffentlich auch bald, dass ich da durchgehen kann. So, werden wir uns mal ins Lümmelgetümmel hauen, oder? What do you say to the Euro 2008? I didn't really watch it, so I don't have anything to say, actually. Okay. Gott, der ist ja Engländer, das ist ja ein provokantes Volk. Mich interessiert es eigentlich nicht so sehr. Also auch beim Burger King keine enthusiastischen Fans. Was sollen wir denn tun? Die Euro ist für den Arsch. Das sagt seine ganze Schulklasse, bring ich zum Schreien. Schaut. Das ist schon was sagst du zu Euro 2008? Wenn die Deutschen dann spielen und Österreich, ja, ihr werdet vernichtet, Österreich. Auch der Enthusiasmus fehlt mir generell so ein bisschen. Na, ich muss wirklich arbeiten. Du bist so schön gedreist, jetzt sag was über die EM. Wie war Spanien? Spanien gegen Russland. Und wie steht's? 4-1. Entschuldigung, dürfen wir kurz? Hey, ich mag die Interviews. Mir ist nicht so schüchtern. Oh Gott, ich hasse Fußball. Wirklich? Ja. Ich schau mir das mal an.
das geht euch voll beim Arsch vorbei. Spanien ist in Führung. Das weißt du nicht mal. Und was macht ihr heute? So an den reichen Fußballtag? Vom PC sitzen. Wieso das? Weil wir keinen Fußball schauen. Was, warum sagst denn du nichts? Ich sag gar nichts, weißt du? Dankeschön. Schauen wir dann gehen. Okay. Danke. Tschüss. Es ist ein Kontrollspaghetti. Es ist ein Kontrollspaghetti. Ja, das ist ja eine Rüse. Do you speak German? No. Oh shit. Oh no 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 no. Jetzt müssen wir noch irgendeinen Penner finden. Ein Penner? Ist das ein Penner? Ja. Was machst du für schöne Sachen da? Das siehst du doch. Ja, komplett cool. Ja. Komplett cool, das ist eine Sprache, die muss ich mir erst gewöhnen. Ja, Korall. Weil ich bin so ähnlich, ich bin Berliner. Ein Berliner? Ja. Ich verstehe, Mann. Bei uns Schlawiner war ich Berliner, ich verstehe. Bist du das ganze Jahr da, oder wie? Ja. Magst du vielleicht was zum Trinken? Überzeugt euch wieder. Wir haben selber schenken gekriegt. Also wie du ausschaust, das wurdest du nie gekauft. Alkoholfrei, ne? Verkaufst du die Dinge, oder wie? Du hast nur unser USB. Da kennst du kein Gösser? Da weißt du Bescheid. Hast du kein Stiegel da, oder wie? Papa. Was sagst du jetzt? Was willst du mich fragen? Wie gefällt dir die EM? Ja, den wirtschaftlichen Vorteil haben wir schon auf jeden Fall. So wie jetzt ein paar Wochen jetzt vor der WM. Vor der EM, ne? Wollte ich sagen, entschuldige, es war ausgerutscht. Also ich finde das toll, nämlich, ja. Fußball? Schaust du selber Fußball? Und was heißt für Österreich? Das war nichts, ne? Naja, oh ja, wir waren schon stark, aber schwach waren. Ich habe die letzten Spiele gesehen und die waren sehr schwach in Österreich, das muss ich schon sagen. Das ist kein Geheimnis. Was ist dein Favorit? Wo sagst du, wo EM hast, ne? Aber es gibt nur Sachen, die was gut sind. Aber direkt einen Favoriten habe ich nicht. Nein, das muss ich ehrlich sagen. Nicht, also, da machen wir halt einmal so weiter. Oder? Schauen wir, wie es weitergeht. Wir sind erst am Anfang der EM. Ne? Das ist ja noch nichts verloren. Ne? Ja. Was sind die Worte in der WM? Entschuldigung. Nochmal, get you. Was sind die WM technisch? Was sind die deutschen Worte? Naja, die Deutschen. Sehr stark. Was hältst du von der Fanmeile, dass ich es rausgekriegt? Ja, das ist super. Am Abend sieht man schon viel Betrunkene, die war schon einiges interessant. Keiner. Ja. Ein paar Drogensüchtige auch, das gehört dazu. Alter. Was geht? Wir haben gerade Privatgespräch geführt. Ja, wir haben alles mitgehört. Das ist ja Was habe ich gesagt? Ja, irgendwas mit diesen neuen Typen aus sonst wo. Und EM-technisch? Oh, das sehe ich schon. EM. Wieso? Sie hasst ja auch, weil Fußball schwul ist ein Behindertensport. Kannst du das nicht zu behindern? Fußball ist ein Idiotensport, ganz einfach. Nein, wir waren da vorher zuerst saft. Also, was ist los? Ach, nichts. Was mussten wir rausgeben? Beim Bärler, oder weißt du? Was hörst du? Da geht's nicht durch, das müsst ihr sagen. Wollen wir nicht kurz zu dieser Gasse gehen? Was geht in der Gasse? Da geht was. Hallo, Mäuschen! Ja, hallo. Boah, du bist aber ein Schätzelein. Schnitter, brauchst du viel Lust? Los mit dem Schnittchen. Hallo, in die Gasse. Achtung, geht auf den Weg jetzt. Und du, was ist mit der EM? Was hältst du für der EM? Deutschland. Wie Deutschland? Ich bin für Deutschland. Du bist für Deutschland? Ja. Komm kurz her, Baby. Vielleicht habe ich jetzt auf den Tippmapsen. Adi, geil! Was hält man von der EM? Von der EM? Ja, wunderbar. Also, es bringt ein paar Leute ins Geschäft. Wir in der Innenstadt, wir brauchen ja ein bisschen ein Geschäft, oder? Ist das so? Was habe ich da gerade gekriegt von Ihnen? Das ist Chenou, das ist ein Nachtclub, einer der feinsten Clubs in der Stadt. Kommen Sie. Kommen. Da kommen wir mit. Ja, mit. Und hier die schöne rote Reklame. Was sehen wir da? Und man geht da hin, unterhält sich, hat Spaß. Und wie sind so die Preise? 10 Euro, ein Drink, nach Bar. Sie sind Promotion-Manager. Okay, schöne Mädchen. Bitte. Komm mal ran. Wir haben ca. 7 bis 8 Mädchen drin. Aha, genau, so ist es. Chrissy Boy, machen wir einen Schwenk rüber, da schauen wir hin. Ja, das ist immer gut. Naja. Und? Interessiert dich die WM? Ja, sicher. Ja? Ja. Und wie geht's weiter mit Rumänien? Na, weiter will Rumänien mit Italien spielen. Und gewinnt? Schauen wir mal. Ich hoffe. Wo ist deine Freundin jetzt hin? Sie ist dort.
Warum versteckt sie sich? Chris, schau rüber. Also da musst du übersetzen. Ups, nee. Na wieso nicht? Ja, was ist jetzt mit der EM? Nee, ich mag nicht. Geht euch beim Arsch vorbei, oder wie? Genau. Und wie auch, stimmt? Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann sag doch was. Tschüss. Hallo Klaus. Hallo, servus. Und du, die EM, wie passt das zusammen? Gut, sehr schön. Was ist deine Mannschaft? Meine Mannschaft? Ja. Spanien. Und? Haben wir was gemacht heute? Gestern? Wann hat Spanien gespielt? Heute. Heute. Haben wir gewonnen, gell? Und? Gefällt dir? 4-0, oder? Wie viel haben wir? Ja. 4-0. Ja. Spitze, oder? Genau, spitze. Da freut sich der Klaus, oder? Ja, sicher. Machst du uns einen Luftballon? Was willst du? Einen französischen Pudel. Machst du einen französischen Pudel? Jawohl, blass ihn auf, Baby. Schön, freut mich. Dein französischer Pudel. Geil. Ja. Wie geil ist das denn? Ein französischer Pudel. Danke. Bitte, ciao. Ein französischer Pudel. Die Exekutive. Hallo. Ihr läuft das Wien. Haben wir Chancen, oder wie? Ein französischen Pudel habe ich mal kneten lassen. Das ist exzellent, der schaut echt geil aus. Kann ich mir da drin auch einen französischen Pudel kneten lassen? Das ist nicht abgeneigt. Da schauen wir rein. Wir kommen wieder. Danke. Tschüss. Ciao. Blödsinn, bitte nicht. Gut, wir waren gerade im Puff. Chris. Hallo, 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 hallo. In Deutschland nicht übrigens. Was haltest du von der EM? Ja, es ist ja interessant und viel hätte es nicht in die Stadt verlegt. Auf der Donauinsel hätten sie Lärm machen können, so viel sie wollen hätten. Da warst du schon auf der Fanmeile? Ja, ich war auf der Fanmeile. Und ist da was los? Nicht rein dürfen. Bitte? Ich habe nicht rein dürfen. Einmal war es noch nicht offen und einmal habe ich einen Regenschirm gehabt. Richtig, richtig. Und da habe ich beide mal nicht rein dürfen. Und heute habe ich einen Hund, darf ich wieder nicht rein. Ja, scheiße. Schau, ich habe auch einen Pudel. Das ist auch kein Pudel. Christina, gefällt dir die EM? Kein Kommentar. Hallo, hallo, hallo. Wie schaut's aus mit der EM? Gefällt dir die? Could you please speak in English? Oh. What is it? Die EM? Ah, yes, 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 yes. Do you like it? Yes, I like it. I love Harry H. I love Bronzig. This is Barbie. Sie ist Barbie. What do you think about the EM? I think that Croatia gonna be a winner. All what right. Do you think? Austria. Austria. Igrajte za nju, našu voljenu, nek jače kuca to, srce vatreno. Yeah, srce da pinjo. IDH, yeah. Was hältst du von der EM? Nicht mal Schwiss, hat er gesagt. Also. Ja, wer hat gespielt am Sonntag? Am Sonntag noch Österreich, das leider verloren. Mhm. Ja, das am Donnerstag hart. Spielen wir wieder. Ich werde Daumen. Daumen drücken für ja, Österreich. Mädels! Mädels, ich habe eine Frage. Nur klitzeklein. Mädels, bleib stehen. Ich kann nicht mehr. Jetzt bleibt stehen. Jetzt sagt uns was von der EM halt. Mädels, wir haben eine Frage. Also EM nichts, oder wie? Ciao, Mädels. Via la Piazza Jena, sulla Kartenstraße. Banomete. I love IDH. EM, was hältst du davon? Viel Dreck, viel Arbeit. Ja, das wollte ich dir gleich als nächstes fragen. 15 Tonnen Müll waren die Kroaten da. Die haben einen schönen Dreck, mehr Arbeit. Es, ne? Es gibt mehr Arbeit und auch mehr Geld. Es ist eben, ja. Es ist sicherlich für jeden, auch für die Security-Leute, glaube ich, alles, ja, jeder bereichert sich an der EM. Fußball interessiert mich eher wenig. Das heißt, dir geht da eh nichts so eigentlich? Nein, nicht wirklich. Mädels, wie schaut's aus mit der EM? Taugt euch nicht, oder wie? Also kein Spielstand oder so? Nein, gar nichts. Freaks. Spielstand? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, welche Männer los. Wir sind jetzt vom Rathaus. Das Mikrofon ein bisschen besprudelt. Das Rathaus! Wo sind da die Spüle? Rassan, kennen wir das nicht vor?
Ist das nicht das Weiße Haus oder was? Really, really, really? So, wir sind natürlich schon Rathaus. Ich glaube, jetzt geht mal so richtig in die Pool, kann man da aufsteigen. Schauen wir mal, was abgeht. Die Exekutive und die richtigen Fans. Italien war Weltmeister. Mädels! Wie haben wir gespielt? Au, au. Wir haben zu betrugen, weil Spanien gewonnen hat. Wir sind beide für Spanien. Da habt ihr aber dann Kriegstage. Spielt ja gar nicht mehr Spanien, oder? Aber trotzdem tun wir feiern. Chris, the IDH. Ladies and Gentlemen, wir sind hier in der Fanzone, wo sind wir? Im Rathaus in Wien. Wunderschönes Wetter, sternenklarer Himmel. Wer hat gewonnen? Dein Opa. Kennst du den persönlich? Ja, ich spiele Arsenal. I love IDH. It is lovely channel. Wer hat gewonnen das Match? Was? Für mich Griechenland. Für mich Griechenland. Na, Schweden. Das Problem ist aber, das ist mal lachen. Zu viele Emotionen, meine Damen und Herren. Es eskaliert total, wegen mir natürlich. Auf Wiedersehen! Und wegen Brandsieg. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Österreich, Österreich! Auf Wiedersehen! Weil ich... We are here in Vienna and we are searching for freaks. Super Deutschland! Super Deutschland! Match. It's fair. What? Have to play good? What? Have to play good? They play good? I love IDH! Yeah! Was that yes? Sorry, can we make an interview? Und wie war das Match? Super, ich weiß nicht, mir fehlt es an den Entscheidungen. Ja, das war ein Ball und den habe ich die ganze Zeit durchs Feld geschossen. Ihr kommt zu IDH TV. Was ist das? Entschuldigung, hast du Papers vielleicht? Wie hat euch das Match heute getaugt? Welches Match? Russland-Spanien. Solange die Russen endlich wieder mal verloren haben, war es okay. Ich verstehe, also kein Russland-Fan. Also sagen wir, die jungen Fußballer sind wahrscheinlich relativ oft Kracher. Aber Willi, was sagst du da dazu? IDH, it doesn't hurt. Was heißt IDH? Okay. I love IDH. Also, this was the daily report from the Euro 2008 from the Rathausplatz in Wien. This is from Vienna. It's at the